Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video mit dem neuen Apple iPhone XR oder auch 10R, je nachdem wie ihr es nennen möchtet. Diesmal richten wir das Gerät ein. Wir haben unsere Nano-SIM-Karte hier und ja, auch das XR ist Dual-SIM-fähig, aber nicht mit zwei physischen SIM-Karten, sondern nur in der Kombination aus einer, Plastik-SIM-Karte und dann dieser eSIM, dieser Embedded-SIM, die es aber nur bei einigen Anbietern gibt. Wir durchlaufen den Einrichtungsprozess und dann gucken wir einmal rum, wie viel freien Speicherplatz haben wir, welche Apps sind vorinstalliert, was macht jetzt die Kamera für den ersten Eindruck, welche Features gibt es, auch im Vergleich zum, welche abgespeckten Features gibt es im Vergleich zu den iPhone 10ern und 10Sern mit den Doppelkameras. Dann Display natürlich, ganz großes Thema bei dem Gerät, was macht die Notch und, aber ich will jetzt gar nicht lange reden, sondern wir nehmen unser SIM-Kartenslot ist auf der rechten Seite. Einmal reinpieksen, wenn man das Loch findet. So, und dann einmal raus damit. Der Chip kommt dann nach oben, die Ecke unten rechts. So, alles plan wieder rein. Und dann An- und Aus-Taster ist direkt da drüber. Gedrückt halten. Und irgendwann, keine Vibration. Kommt dann das Apfellogo und die Kiste fährt dann hoch. So, und noch zur Farbdiskussion. Ich habe jetzt ja schon etwas gelesen, mich auch unterhalten und was nicht alles. Nein, das ist halt kein Fissgelb, sagen wir mal so, was man sich hier... Das war auch meine große Angst, bis ich das Gerät da mal in Natura gesehen habe. Es ist eindeutig ein kräftigeres Gelb. So, und dann mit dem Rahmen, das ist schon eine nette Kombination. Der ein oder andere sagt schon, das ist das Gerät vom Borsigplatz. Aber ich meine, da kann man ja, gibt es ja genug Auswahl bei den Farben. Darauf legt Apple es ja auch an, dass hier jeder mal dann seine Farbe nehmen kann. Aber bitte habt auch im Hinterkopf, ihr könnt auch für wenig Geld einfach eine Folie draufkleben oder euch ein entsprechend buntes Case besorgen. So, wir sind hier und Homebutton fehlt ja. Ich habe hier hinten noch ein iPhone 8 liegen mit einem Homebutton. Guckt euch mal einfach mal diesen Vergleich an, was das hier für ein Sprung ist. Das hier, alte iPhones, 4,7 Zoll Display-Diagonale. Das hier sind 6,1 und wenn man die nebeneinander hält, das glaubt man sofort. Aber was ich sagen wollte, wir haben keinen Homebutton mehr. Wir haben jetzt diese Wischgesten, die wir schon vom iPhone 10er kennen. Die übrigens gewöhnt man sich meiner Meinung nach hervorragend dran. Und wenn man das einmal hatte, die Kombination aus diesen Wischgesten und dem Face ID zum Entsperren, ich vermisse den Homebutton auf gar keinen Fall. Seit inzwischen über einem Jahr. Als nächstes dann die Sprache auswählen. Deutsch, Region Deutschland. Und dann kommt ihr zum Schnellstart. Habt ihr noch ein anderes iOS-Gerät, ein iPhone oder ein iPad in der Nähe, dann tauchen da jetzt Push-Notifications auf, wo ihr dann einige Einstellungen schon mal von dem alten oder von einem anderen Gerät auf das neue übertragen könnt. Mache ich jetzt aber nicht. Ich sage manuell konfigurieren und im nächsten Schritt verbinden mit dem WLAN. Ich kann das auch überspringen, mein mobiles Datenvolumen nutzen, aber ich meine, ich wähle einfach mein WLAN aus, gebe mein WLAN-Passwort ein, drücke dann auf Weiter und bekomme Infos zu Daten und Datenschutz. Da kann ich mir noch mehr Infos anzeigen lassen und im Endeffekt nur auf Weiter drücken. Als nächstes kommt dann direkt die Einrichtung von Face ID. Bedeutet, Gesicht in den Kreis halten und dann den Kopf einmal schön drehen, nochmal bestätigen und dann nochmal drehen. Mal gucken, ob die Kamera das so mit einfängt. Also als erstes, ich versuche mein Gesicht zu finden. Okay, und jetzt einmal die Yoga-Nackenrolle machen. Erster Scan abgeschlossen, bestätigen und ein zweites Mal. Okay, und damit sind wir fertig. Und das war es auch schon. Deutlich schneller als jeder Fingerabdruck-Einrichtungsprozess. Und dann, falls mein Gesicht nicht erkannt wird, jemand anderes entsperren soll, brauche ich natürlich noch eine alternative Entsperrmethode. Es gibt nicht nur einen 6-stelligen Code, sondern Code-Optionen. Da kann ich auch hingehen und einen 4-stelligen Code wählen, was ich jetzt einfach mache. Da kriege ich natürlich die Warnung, der ist nicht sicher, aber ich nehme es trotzdem und bestätige ihn dann nochmal. Und dann kommt die Frage, möchte ich das Gerät neu einrichten, als neues iPhone konfigurieren oder möchte ich irgendein iCloud oder iTunes Backup wiederherstellen? Sprich, ich wechsle von einem anderen Gerät von Apple und habe irgendwo schon mal ein Backup, was ich wieder einspielen kann. Das klappt auch mit einem iPad Backup, da wird dann auch schon vieles wiederhergestellt. Oder wenn man wechselt von einem Android-Gerät, das ist dann der untere Punkt, wenn man noch Daten rüberziehen will. Ich sage aber als neues Gerät, denn ich will halt sehen, was ist vorinstalliert und wie viel freien Speicherplatz habe ich.
Im nächsten Schritt dann mit der Apple ID anmelden, also Apple ID E-Mail-Adresse und dann das Passwort dazu eingeben, damit ihr dann auch die ganzen Apple-Dienste und auch den App Store nutzen könnt. Solltet ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben, dann bekommt ihr jetzt auf irgendeinem anderen Apple-Gerät eine Push-Benachrichtigung und da dann einen Code, den ihr hier eingeben müsst, um das Ganze abzusichern. Gefolgt von der Frage, soll sich iOS automatisch updaten oder wollt ihr das immer manuell machen? Ich sag mal so, wer sich darum nicht selber kümmert, der kann das ruhig aktiviert haben. Zu 99,9% funktionieren diese Updates auch sauber und man hat dann doch mehr Vorteile als Nachteile. Das heißt, ich lasse es jetzt einfach doch mal aktiviert. Wobei, die Cracks, die Profis, die Nerds, die Geeks, die ja sowieso immer mitkriegen, wenn eine neue Version raus ist, die können das dann auch immer, von der Hand installieren und dann sehen, erstmal abwarten, ob denn alles funktioniert. Ortungsdienste möchte ich aktivieren, denn Karten und auch Find My iPhone möchte ich hier nutzen. Und die Siri, da kommt eigentlich nur so, hey Siri, ja, okay. Zum Fall nochmal der Hinweis, auch die Bildschirmzeit, kommt auch einfach nur kurze Information. Und auch die Sache mit iPhone-Analysedaten, möchte ich die anonymisiert an Apple schicken? Ja oder nein, kann jeder selber entscheiden. Dann der Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, True Tone, denn ich bekomme hier einfach nur den Unterschied erklärt. Was ist True Tone und wie sieht es standardmäßig? Ist das auf den Geräten immer deaktiviert? Und wenn ich es deaktivieren würde, sähe es halt so aus. Ich in der Regel mag True Tone nicht, das ist mir zu dunkel, erinnert mich an Night Shift und frisst noch mal ein bisschen mehr Strom, denn das Display und die Umgebungssensoren checken halt permanent die Beleuchtung und passen sich halt dementsprechend an. Kann man aber, zeige ich euch gleich noch. So, die nächste Frage, Anzeigezoom, Standardeinstellung oder vergrößert, da kann man dann sich immer kurz so in einigen Situationen mal anzeigen lassen, was man denn nutzen möchte. Ich sage, Standard reicht mir aus. Und jetzt kriege ich die Einführung. Wie funktionieren die Wischgesten? Eigentlich hätte jetzt dann Video abspielen müssen. Ne? Von unten nach oben wischen ist dann der Home-Button. Zwischen den App wechseln, nach oben kurz halten, dann hat man diese App-Übersicht. Ja, ich erinnere uns als letztes Mal beim Einrichten. Jedoch finde ich, die Sache nutzen wenige. Viel schneller wechselt man und vor allem zwischen den letzten benutzten Apps, wenn man einfach unten über den Rand streicht, ohne erst nach oben und kurz warten. So, und dann als nächstes noch, genau, von oben runter wischen müsst ihr jetzt. Ach, jetzt funktionierte die Animation wieder. Sehr schön. Wie man ins Kontrollzentrum kommt, um WLAN an- und auszuschalten, Beleuchtung und. Das war's. Damit sind wir im Homescreen und es fällt direkt auf. Skandal! Wer hat das denn hier gemacht? Das ist nicht das, was ich gekauft habe. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht das Wallpaper, mit dem hier geworben wird. Protest. Na, Spaß beiseite. Aber es gibt einen Gummipunkt, dass Apple die Wallpapers oder die Hintergrundbilder immer so anpasst auf die Farbe vom Gerät. Ne? Die Gelben kriegen was Gelbes, die Roten was Rotes und so weiter und so weiter. So, Dick fällt auch direkt auf. Ach, guckt mal hier. Ist gar keine Apps vorinstalliert. Ich krieg einen Föhn, nur das Standardzeug. Ich habe das Ding eben nämlich schon mal kurz eingerichtet und ach guck mal, die Kalender-App muss ich sogar noch runterladen. Was läuft denn hier im Hintergrund falsch? Das richtig Schöne ist halt einfach, dass ich das eben schon mal für den englischen Kanal auch schon eingerichtet habe und da waren die ganzen iLife und iWork-Apps installiert. Sollten dann hier so Sachen sein wie Pages, Number, Keynote und iMovie und GarageBand. Das sind ein Haufen Apps. Das sind bis zu 4 GB, die damit belegt werden. Und wir gehen einfach mal in die Einstellung. Und wenn wir dann in Allgemein gehen und dann iPhone-Speicher, krass, ein traumhafter Wert. 5,9 GB sind belegt. Super, super. Unter 6 GB. Guckt euch das mal an. Ihr habt also im Endeffekt noch über 58 GB freien Speicherplatz auf der Kiste. Traumhaft. Und jetzt sind wir schon bei 6,1. Ach, selbst wenn das Ding 7 GB wegfrisst hier, dann ist man immer noch gut über 55 GB und das ist einfach toll. Und ich bleibe dabei, die 64 GB Basisversion sollte für 80% Dicke ausreichen. Jedoch gebe ich zu bedenken, da ich jetzt auch 850 Euro sind natürlich eine Menge Schotter. Und nein, ihr könnt ihr keine MicroSD-Card reinpacken, auch keine NIM, also eine Nano-Memory-Card reinstecken. Nein, überlegt es euch vorher. Für mich wäre es jetzt natürlich was Einfaches zu sagen, ey, guck doch mal hier, doppelt so viel Speicherplatz kostet nur 60 Euro Aufpreis. Muss man Apple sagen, für Apple ist das, was ich will nicht sagen vernünftiger Preis, ja doch, wenn man Apple-Preise gewohnt ist, aber doppelter Speicherplatz für 60 GB Aufpreis ist wirklich okay. Und für mich wäre es was Einfaches zu sagen, ne? Ich kriege weniger Dreche, wenn ich euch sage, dazu rate, mehr Speicherplatz zu nehmen, den ihr am Ende gar nicht braucht, als wenn ich jetzt sage, hey, wahrscheinlich reicht dir das aus und dann kommt einer und sagt, nein, ich speichere aber so viel und ich habe so viele Apps und dann lade ich mir noch Filme und Serie en masse runter
und mir reicht die Version nicht. Trotzdem behaupte ich einfach, wirklich für 80% reichen die 64 GB aus und für über 95% reichen locker die 128 GB aus. So, und ob man hier die 256er braucht, boah, also dafür dann vierstellig werden, ich weiß es nicht. Also das ist das, was ich damit sagen wollte. Basismodell für die Mehrheit ausreichend. Der Aufpreis geht aber in meinen Augen oder in den, wenn man das mit dem Apple-Kosmos im Hinterkopf hat, dann ist das noch, ja, es geht in Ordnung. Trotzdem, das nur so am Rande und vor allem, wenn so viel frei ist, sollte das erstmal dicke ausreichen. So, jetzt gucken wir sonst noch rum und zwar vorinstallierte Apps, einmal alles von Apple. Kalender hat sich inzwischen auch blicken lassen, musste wahrscheinlich nur mal ein bisschen kurz warten. So, und jetzt schmeißen wir einfach mal das Display auf Maximum an. Und da muss ich sagen, zuallererst, ich deaktiviere TrueTone. Ha, schön. Jetzt schrauben wir das Display auf Maximum. Und was ich hier sehe, erfreut mich. Also da muss ich sagen, Helligkeit, Blickwinkel. Ich schnapp mir mal ganz kurz hier das Max noch dann direkt daneben. Und wenn ich dann auch einmal das Display auf maximale Helligkeit stelle, dann sage ich ganz klar, ja, das XS wird heller und damit auch das XS oder 10S und das normale 10er. Das sind nochmal hellere Displays, aber wenn ich das jetzt einfach mal im direkten Vergleich sehe und dann auch hier mal ganz kurz Apps oder wenn ich hier mal mit Apps und Farben komme, gar keine Frage. Natürlich ist das hier das schönere Display. Trotzdem muss ich ganz ehrlich jetzt hier im ersten Eindruck mal loswerden und ich habe ja schon was mit dem Gerät rumgespielt. Ich bin sehr positiv von diesem Display angetan. Und wenn ich jetzt einfach auch noch mal zum Vergleich ein altes IPS-Display mir hier mal schnappe. So, und da jetzt auch mal die Displayhelligkeit auf Maximum stelle, ist es immer noch, seht ihr jetzt gerade wie dunkel, also durch den dunklen Hintergrund, was das noch mal für ein krasses Größenunterschiedsverhältnis ist. Und das zweite, das hier ist noch mal heller. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so drauf gucke, das wirkt schon mal doch noch besser. Aber was ich sagen wollte, also auch wenn man hier in die Farben reingeht und auch da mal oben links und in die Ecken reingeht, ich weiß nicht, irgendeine Seite hat das sich schon mal unter Mikroskop angeguckt, dass hier auch die Pixel in dem Display zum Rand hin kleiner werden. Und da muss ich schon sagen, ich mag hier nicht dran motzen. Natürlich wäre es jetzt was Einfaches zu sagen, hey, Full HD Display hätte es sein müssen für den Preis. Aber ich bin jemand, seit 7 Jahren oder so bekommen wir die 326 PPI Pixel per Zoll von Apple als Retina hingestellt und das war immer gut und immer schön und auch jetzt bei diesem Display, ich mag es, also nein, da habe ich jetzt echt nichts dran auszusetzen. Natürlich würde ich mir sagen, hey, das hätte auch OLED haben können, das hätte vielleicht auch nochmal höher PPI haben können, aber wenn ich auf der anderen Seite sehe, naja, dass der Akku vielleicht länger hält, weil es weniger Pixel befeuern muss, naja, wie das dann hier mit der Notch ist, wenn ich dann mal einen dunklen Hintergrund habe, ne, weil hier immer noch das Display beleuchtet werden muss und nicht wie beim OLED die Pixel einfach dann aus sind, müssen wir dann auch noch gucken. Ach, und das nächste, was wir auch mal gucken könnten, machen wir mal direkt mal weiter. Also wie ist das jetzt hier mit Face ID? Ach ja, so, funktioniert. Auch schräg hinter der Kamera ist genau die gleiche Bedienung. Auch das Wischen durch die Apps und Einstellungen und sowas, gar kein Problem. Machen wir fix noch die Lautsprecher. Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Technik-Paul hier im Video. Ich komme gerade aus dem Apple Store, denn heute ist großer iPhone-Verkaufsstarttag. Ja, schon wieder. Denn heute gehen die iPhones in den Handel. Die iPhone XR oder auch 10R. Und für günstige 850 Euro bekommt man jetzt die Dinger. Apropos bunt, es gibt... So, wir haben Stereo-Lautsprecher, klingt vernünftig. Ihr seht es, wenn ich reinzoome ins Video und dann richtig Fullscreen mache, habe ich die Notch da drin, aber im Normal 16:9 Faktor, ne, dann sieht das halt so aus und ich habe links und rechts noch die Bänder. Ist halt die Ränder, ist halt die Formatsfrage. So, das funktioniert auch. Als nächstes stützen wir uns einfach auf die Kamera. So, und da ist jetzt ja gerade, ja, du darfst auf meinen Standort zugreifen. Live-Fotos will ich gerade nicht und wir knipsen jetzt einfach mal schnell hier rum. Und wenn ich dann einfach mal frei aus dem Handgelenk dann mir das wieder angucke, Ach schön. Ja, doch. Man merkt einfach direkt, es ist dasselbe 12-Megapixel-Hauptmodul wie bei den anderen Geräten, also dann mit OIS. Und jetzt natürlich die große Frage. Was ist der Unterschied? Das Ding kriegt die ganzen Smart-HDR-Features. Ich habe ein OIS mit eingebaut, der Bildstabilisator. Was halt fehlt, ist diese zweite Linse, die Zoom-Linse, wo ich dann, glaube ich, eine 2-4er-Blende habe und für die ganzen Porträts, für die Tiefenschärfen, Informationen und halt um zum Ranzoomen.
Jedoch hat Apple das jetzt so gemacht, ich habe auch hier mit einer Linse einen Porträtmodus. Kennen wir auch schon von der Kamera auf der Vorderseite, da habe ich ja auch nur eine Linse und trotzdem Porträt. Der Unterschied, sage ich jetzt mal zu den Geräten, also zum 10er und zum, lass mir ganz wieder kurz die Helligkeit runterschrauben, also zum 10er und 10S, ist, dieser Porträtmodus funktioniert jetzt hier nur mit Gesichtern. Ne? Hier ist es auch immer möglich, Gegenstände so zu fotografieren, dass da diese Tiefenunschärfe hinkommt. Wenn ich das jetzt hier mal mache, dann sagt er keine Person erkannt. Und wenn ich mir das Bild angucke, da ist nichts mit Tiefenunschärfe. Hier kann ich das machen. Das zweite ist, dass wir hier weniger, naja, was sollen wir sagen, Spielereien haben. Ich habe hier beim R nur die Wahl zwischen natürlichem Licht, Studiolicht und Konturenlicht. Hier gab ich noch diese Features mit diesem Bühnenlicht und Schwarz-Weiß. Das fehlt. Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich mich dann privat frage, wieso habe ich denn hier nicht Schwarz-Weiß? Da ist doch einfach nur ein Filter drüber gelegt. Und naja, das fehlt halt. Wenn ich dann auf die Vorderseitenkamera wieder wechsle, habe ich natürlich Gesicht erkannt. Ach, jetzt hatte ich hier Konturenlicht. Nein, mach doch mal wieder ganz... Ach nee, guck mal hier. Genau. Ha, jetzt weiß ich genau, jetzt, wo der Widerspruch ist. Nämlich auf der Vorderseitenkamera. Da kommt Apple mir jetzt auf einmal mit Bühnenlicht und mit diesem und dem Schwarz-Weiß-Zeug. Wieso nicht auf der Rückseite? Also das ist irgendwie für mich eine künstliche Abgrenzung zu den anderen. Aber grämt euch da nicht, denn in meinen Augen, machen wir mal die Kamera noch fix sauber, ist das nur, naja, um halt die Geräte von den anderen abzugrenzen. So, und jetzt aber, hey. So, und jetzt ein wunderschönes Porträtbild, wo ihr dann nachträglich auch wieder hingehen könnt und auch da die ganzen Spielereien, ne? Foto bearbeiten, hinterher noch hier mit rumspielen und den Hintergrund schärfer und unschärfer machen. Das ist alles da. Und ja, die Kamera, wenn man dann in den Videomodus geht, was sowieso wieder Murks ist, weil ich muss wieder in die Einstellung, da in die Kamera-App und nur da kann ich zum Beispiel die Videoauflösung ändern in 4K. Auch das Teil kann 4K 60 Frames machen. Auch hier mit dem Lücken füllen. Auch hier intelligente HDR. Auch hier wieder die Wahl der Formate zwischen High Efficiency und Raster. Kann ich aber alles hier immer nur hier doof einstellen. So, das nur noch so am Hintergrund, also das nur so als Hintergrundinformation nochmal dazu. So, und jetzt sind wir fast fertig. Denn eine andere Sache, die noch fehlt, ist 3D-Touch. So, wie ist das hier auf den Dingern immer? Ne, wenn ich da drauf drücke, dann habe ich dieses haptische Feedback und ich drücke drauf, um die Kamera oder die Taschenlampe zu starten. So, hier wird das Ganze realisiert durch einen langen Tastendruck. Dauert halt ein bisschen länger, aber funktioniert genauso und auch zum Kamerastarten. Wird man meiner Meinung nach nicht vermissen. Jetzt muss ich ganz kurz mal den Akku wechseln. Die nächste Frage ist nämlich dann noch, wie ist das mit dem Mauszeiger oder dem Cursor auf dem Gerät? Denn wenn ich hier dann in die Tastatursuche gehe und dann, was weiß ich, Test hier einfach mal rüber schreibe, ist halt die Frage, auf den Dingern kann ich dann mit 3D-Touch den Mauszeiger sozusagen, den Cursor da oben bewegen. Hier hat Apple das wie folgt geregelt. Einfach lange auf die Leerzeichentaste drücken und dann kann ich den Mauszeiger bewegen. Und das ist wieder so ein geiles Feature, ja, warum da immer noch keiner früher drauf gekommen ist. Es läuft einfach. So. Und damit sind wir jetzt eigentlich durch. Und ja, ich habe ja schon mehrmals gesagt, jetzt schon länger, ein paar Stündchen, ja, ein bisschen was länger damit rumgespielt dann schon. Und der erste Eindruck ist wirklich positiv von den Dingern. Ich wollte Apple wirklich die Ohren lang ziehen, dass sie hier sagen, 850 Euro, günstiges Ding. Apple macht das so clever, diese Preispolitik, die Abgrenzung zu den XS-ern oder zu den 10S-ern. Läuft natürlich, wir hatten beim Unboxing, habe ich die ganzen Unterschiede aufgezählt. So, und wenn ich jetzt mal gucke, bei der Performance, ne, mit 4 GB RAM und 3 GB RAM, lassen wir mal weg, 3D-Touch ist nicht wirklich problematisch. IP67-Zertifizierung im Vergleich zu 6.8 ist doch egal, wenn das mal ins Wasser fällt, habe ich hier auch eine gute Überlebenschance. Mit den Kameras, ne? Solange man nur Personen fotografiert, hat man da auch keinen Nachteil mit den zusätzlichen Modi. Das ist meiner Meinung nach Spielerei. Die Videos sind genauso toll. Es wird immer weniger. Es bleibt, am Ende ist man fast beim Display. Und wenn ich mir das Display hier angucke, ich würde ja gerne, aber nein, das ist ein super Display. So. Und dann steht man da und man hat so die Wischgesten, man hat Face ID als tolles Feature. Es wird echt hart. Und da ist in meinen Augen, es wird wirklich schwer, die 10S'er zu rechtfertigen. Auch wenn die nochmal geiler aussehen und das Display. Ja, ne, ich fange jetzt nicht schon wieder an.
Es ist die große Frage, Alltagseinsatz und vor allem, wie geil ist die Akkulaufzeit von dem Ding? Wenn wir hier wirklich das am langlaufendsten Akku-iPhone haben, was wir bisher hatten, dann wird das richtig, richtig interessant. Und wenn ich mir den Preisunterschied angucke, dann spare ich hier mit 300 Euro. Für 300 Euro bekomme ich ein aktuelles iPad. Wenn mich dann wieder jemand fragt, möchte ich ein 10S oder ein R und ein iPad? Boah, oder ich gehe hin und spare einfach die 300 Euro. Ne? Oder ich nehme von den 300 Euro, gebe ich 120 für AirPods aus. Ne? Und ich sehe es schon. Und vor allem, ganz ehrlich, mit diesem, bei den Dingern bin ich sehr sicher, wir werden relativ zügig einen Preisverfall sehen. Also bei Apple natürlich nicht, da ist der Preis das ganze Jahr über gleich. Aber ich denke mal, es wird nicht lange dauern, da werden die Dinger im Preis fallen. Gerade bei den vielen Händlern, gerade mit diesen ganzen vielen Farben und guckt, wenn man sich die Vorbestellerzahlen anguckt, beziehungsweise dass so viel verfügbar ist. Das ist gar nicht in meinen Augen, dass Apple da Probleme hat, die Dinger zu verkaufen oder dass weniger Leute die vorbestellen oder haben wollen oder sowas. Glaube ich persönlich nicht dran. Ich glaube wirklich eher, dass Apple von den Dingern richtig, richtig viele produziert hat. So, und selbst wenn sie die Dinger nicht loswerden, naja, dann wird der Preis ja trotzdem noch schneller fallen. Und das ist, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, 1A-Teil mit diesen ganzen Features. Ich wollte es am Ende, am Anfang auch erstmal nicht wahrhaben. Aber wenn ich jetzt hier sogar ein iPhone 8 aus dem letzten Jahr damit vergleiche, dann will ich das haben. So, da kommt auf jeden Fall der Haben-Faktor raus. Ich versuche mich echt zu wehren, das Ding so jetzt gerade gut zu finden. Aber ich muss es einfach, es ist halt einfach so. Da muss ich dann auch sagen, das Ding ist gut. Oder zumindest jetzt so nach den ersten 5 Stunden damit und so in Summe. Passt einfach. Und die große Frage ist im Endeffekt gar nicht hier, ne, mit Kohle sparen oder sonst was, sondern es wird sehr interessant rauszufinden und das werde ich mich jetzt auf die Lauer legen die nächsten Tage, rauszufinden, wenn ich jetzt zum gleichen Preis noch ein 10er bekomme aus dem letzten Jahr, weil jetzt Abverkauf ist, Apple verkauft die ja nicht mehr, oder zum gleichen Preis ein iPhone 10R bekomme, boah, was sich da eher lohnt. So, und das wird eine interessante Vergleichszeit und natürlich hier den Akku-Test. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!